Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge. Es ist heute... Moment, so. Es ist heute schon etwas später und ich habe auch erstmal was zu zeigen. Ich habe hier die Küche angefangen umzubauen und habe hier schon mal ein paar Lebensmittel... Moment. Eingelagert. Nee, das nicht hier. Und in den Kühlschrank. Apropos, ich habe ja gerade noch was dabei. Moment. Wo war's? Hier, noch ein bisschen Kelp. Und da wir ja mittlerweile wieder etwas bessere Waffen gefunden haben, unter anderem, möchte ich mit euch jetzt nur in der einen Folge, wenn es klappt, mal noch diese Monster von dem einen Ureinwohnerplaneten versuchen. Denn dann geht es ja erst so richtig weiter. Und zwar diese mysteriöse Party. Und da beamen wir uns jetzt einfach mal hin. Und schauen uns die Geschichte nochmal an. Ich bin sehr, ja, gespannt doch. Und ich hoffe einfach, dass das alles soweit funktioniert, wie es funktionieren sollte. So, dann schauen wir einfach mal. Ich habe mir den Weg ja nicht gemerkt. Es ist jetzt schon ein paar Folgen her. Auf jeden Fall hier runter, das weiß ich noch. Die Viecher dort sind neu, oder? Wow, ein Outsider. What are you doing? Ja, komm. Es wäre mir eigentlich lieber, du lässt mich mal durch. Das Gespräch hatten wir nämlich schon mal. Ich hoffe, dass jetzt nicht alle Leute wieder da sind. Das wäre so ein bisschen... Danke. Sind jetzt echt alle hier wieder da? Das wäre ja richtig kacke. Das war gut. Das war gut kalkuliert gerade. Okay, Bandagen. Doof, dass die jetzt alle wieder da sind. Gehen wir mal ganz kurz hier oben drauf. So. Wow, eine Plant Fiber. Aber ich frage mich gerade echt, wieso hier wieder Zeug drin ist und wieso hier wieder die Leute da sind und so. Ich meine... ja. Es ist halt ein bisschen... bisschen blöd. Naja gut, gehen wir nichtsdestotrotz weiter. Ja, dort hinten war noch die eine Fake-Kiste, aber da
kacke ich auch gerade mal drauf, ehrlich gesagt. Ja, hier ist echt... echt alles wieder da. Oh, wow, Gift. So. So, wir gehen jetzt hier nach hier oben. So, irgendwie so war das ja. Ah genau, das waren die Vollidioten. Oh, das letzte Mal war da nicht so gut. Au, da hat mich noch getroffen. Pixel. So. Halt. Jetzt gucke ich ja doch überall nach. Ach ja, es ist schon belastend, sich hier wieder durchzuprügeln. Ich nehme gerade mal die 5. Wow, die ist auch gut. So, lassen wir sie aufladen. Zwischendurch mal der Bandage reinpfeifen. Halt, Nummer 5. Ja, Nummer 5. Nicht, dass ich jetzt hier nebenbei... Ah, gut, den hat schon dahin gerafft. Geld einsammeln, alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Gut, das war es mir wert. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe hier jetzt auch die Medikits, dass ich die dann später auf jeden Fall nutze. Genau, hier oben nochmal die Truhe ausplündern. Wow, da ist nichts. Pixel. Und wieder die 3. Gladiator Helmet. Ah genau, Pixel. Keine Pixel. Okay. Ja, jetzt haben wir auch Medikits dafür. Jetzt, ich denke, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen besser gerüstet. So. Okay. Da lege ich mir... Mann, mach mit. Die hier auf 3.
Und jetzt machen wir anders. Die Waffen haben wir dann 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so rum. Nummer 5 machen wir schon mal. Wobei, die hier tausche ich vielleicht noch mal. Egal, jetzt muss es. So. So, na komm, 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 komm. Man merkt vielleicht doch, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Na komm. Okay, gehen wir mal schnell hinterher. With a quick adventure. Und Quest complete. The Floren Hunter at the outpost has a lot of answer for you. I should talk to the Floren Hunter at the outpost and see what they say for himself, except. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich freue mich. Skull Torch Stand Blueprint. Durasteel Bang, ja schön. Two-handed. Okay, und One-handed. Schade, abbauen kann ich ja nichts. Geht's doch nochmal zur anderen Seite. Nach oder neben dem Eingang hier. Gucken, gibt's hier noch. Nee. Da gibt's dann auch nichts mehr zu sehen. Oh Gott, wir haben die Quest geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich freue mich. Ich bin gerade happy. Back to ship. Oh, wir haben die Quest geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 Gott. So, Outpost, Floren Hunter. Jetzt müssen wir mal mit ihm reden. Oh Gott, bin ich gerade nervös. Ich mag solche schweren, schweren Kämpfe sind herausfordernd, aber man muss sich eben auch wirklich darauf vorbereiten und darauf einlassen können. Und ich kann mit sowas für gewöhnlich nicht so gut. Deswegen freue ich mich gerade riesig, das wirklich gemeistert zu
haben. It's a bio-implantat that will let you survive in the cold. Oh, jetzt kann man im Kalten überlegen. Okay. I see you again, trap. Did not mean send, okay. Jetzt können wir auch auf extrem kalten Planeten überleben. Und gibt es hier irgendwas Neues? Nö. Und hier, die hat ja auch nur Essen, sag ich mal. Das ist unser ganzes, was wir produzieren könnten. Oh, eine neue Quest. Nein. Ah, hier. Hey, old buddy. I have my friend who needs some to test his robot mechanic on. And you are fit for the task. If you can get yourself a set of either the armor coordinates, accept. Okay, und wo bekommen wir die Koordinaten her? Oh, die anderen Planeten. Okay, mit ihm hier können wir nicht reden. Was haben wir eigentlich gerade noch für Quests offen? Das wäre ja auch mal wieder ganz interessant, da mal reinzuschauen zwischendurch. Gut, ansonsten sieht es nicht so aus, als gäbe es was. Hat er hier mal was anderes? Nee, hat gerade immer noch die gleichen Angebote. Schauen wir gerade noch mal rein, Quests. Ah ja, genau, Kokosnüsse haben wir noch nicht gefunden. Wenn ich das so sehe, soll das heißen, es gibt auf extrem kalten Planeten diese tollen Dinge. Gut, wir gehen mal zum Schiff. Genau, Fuel hatten wir uns ja mal gekauft, das haben wir ja gerade relativ voll gemacht. Und jetzt ist die Frage, wo könnten wir mal hin? Genau, das hier ist unser... Ich weiß nicht, ob ich mir schon... Ja doch, ich hatte mir die Koordinaten, glaube ich, aufgeschrieben. Ja doch, die hatte ich mir aufgeschrieben. Ich mache es gerade trotzdem noch ganz kurz. Ah, wir können ja trotzdem auch immer hin und her beamen, da ist das kein Problem. Ich will gerade nur noch mal einfach mal einen Planeten suchen. Energetic Star, Friendly Star. Radioactive Star, Get Gentle Star. Fiery Star, Fiery Star, Energetic Star. Moderate, Moderate. 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 Arid, moderate, mostly harmless. Ist auch ein Arid. Arid. Ah, da unten haben wir einen. So, da haben wir dann noch gerade 80 Treibstoff. Also zurück würden wir so nicht kommen. Daher beamen wir uns dann einfach dort rüber. Nochmal zum Outpost, kaufen uns dort nochmal ein bisschen Fuel. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Haben wir gerade was zu verkaufen dabei? Ich denke gerade da so an Pilze oder so. Irgendwas. Gut, die Duras-Barren, sowas behalte ich natürlich. Haben wir hier noch was zum Verkaufen dabei? Ich mache mir unten gerade mal eine Reihe mit Sachen zum Verkaufen, dass wir da nochmal etwas Geld bekommen. Ah, sogar das kann man normales. Ne, normales Holz kann man bestimmt nicht verkaufen. Das wäre ja zu schön, ne. Ja, von dem Zeug hier
Weiß gerade gar nicht so richtig, was ich da verkaufen soll. Hier von der Hälfte meinetwegen, von den Augen. Gut, wir können die na gut, die restliche Kücheneinrichtung möchte ich eigentlich schon behalten. Ich kann hier nochmal kurz gucken. Aber es sind auch viele Dinge, die ich behalten wollte. Der kann noch weg. Der hier kann auch weg. Genau, da kommt der hier unten rein. Die Pilze können noch unten rein. Na gut, die fünf Sachen. Mit ein bisschen Glück reicht das. Was haben wir hier noch? Gut, den Tisch können wir noch und den Schlafsack. Die Blöcke werde ich bestimmt nicht verkaufen können. Solche Sachen möchte ich erstmal behalten. Genau, dann verkaufen wir das. Holen uns nochmal Outpost. Kaufen uns gleich nochmal ein bisschen Fuel. Wow, wir waren lange nicht mehr hier. Oh mein Gott. So. Ich lasse die Pilze gerade bewusst mal aus. Jetzt haben wir 570 und jetzt haben wir 1290. So, und da wir jetzt schon etwas weitere Strecken fliegen, würde ich einfach sagen, von dem hier mal 2073. Ja gut, machen wir halt 3000. So, haben wir jetzt mal richtig viel Zeug gekauft. Richtig viel Fuel. Jetzt müssen wir aber auch dementsprechend erkunden, natürlich. Dass wir da wieder Sachen zum Verkaufen finden. Was, denke ich, nicht so ein Problem sein sollte, aber es ist dann doch langsam wichtig. So. Genau, da können wir jetzt erstmal ein bisschen hin und her fliegen, aber wenn eben wirklich ein Flug dann mal einen Stack verbraucht, ist dann schon doof. So, jetzt bin ich gespannt. Wir beamen einfach mal down. Okay. Es ist schon mal Nacht. Ich setze hier mal eine Fackel hin, wo es hier losgeht. Halt. So. Für euch ist es jetzt leider ja extrem dunkel. Snowcar, Lentecloth Snowcone, Snowball, Medium Snowball. Cool. Da hinten fallen schon Bäume um. So schlimm. Achso, bestimmt dann, weil hier der Schnee so ein bisschen. Ah, Kohle. Cool. Ah, jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Habe ich noch eine Taschenlampe dabei? Ja, ne? Die habe ich ja garantiert nicht verkauft. Hoffe ich. Ich müsste nur mal sehen. Ah, hier. Oh, das ist der Planet. Ich muss sagen, ich mag den Planeten. Der ist so schön winterlich. Ich mag Winter. So. Einfach mal nebenbei Schneebälle gesammelt. Und Pixel. Natürlich auch ein paar. Der lieb.
Have you always seen him so hairless? Ist das ein Alpaka oder so? Der ist ja voll süß. Dem tue ich nichts. Nein, der ist süß. Okay. So, leuchten wir hier alles weiter an. Ah, hier haben wir mal einen etwas anderen Gesellen. I'm itching for a few fight. Mein Englisch ist leider nicht so pralle, man weiß, kennt es ja bereits. Ich habe einfach, wow, Skill. Halt, halt. Was? Ah, nee, es war nur im Stein. Okay, dann halt, nee. Gibt da gerade ganz schön... Boah, der Kronleuchter, den will ich haben. Ich hänge dem ja auch eine Fackel hin, aber der Kronleuchter muss... Boah, du Scheiße. Der Kronleuchter muss gerade mal sein. So, Moment. Oh, ich glaube, der ist gerade gestorben. Kolox? Was? Kalox Impactricum. Ja. 16. Damage per Shot 35. Base TPS 16. Aber auch Energie per Shot, wow. Ganz kurz. Boah. Ist nicht schlecht. Ich wechsle gerade trotzdem mal wieder auf eine... erstmal auf meine normale... Nee, ich habe ja keine Standardwaffe, aber auf eine andere Waffe. Und natürlich auch auf unseren... Freund die Taschenlampe. Oh, eine Kiste. Ein Upgrade-Modul. 10 Schneebälle, 6 Bandagen. Okay. Ach, ein Schneesturm. Hier ist ja richtig, richtig kalt. Ich muss sagen, mich friert's gerade wirklich dadurch. Also, und nicht dadurch, aber es ist schon spät und ich wäre auch schon richtig schön müde. Aber ich habe gerade so gedacht, scheiß, komm, probier's nochmal die Quest in Starbound. Kann ich jetzt hier rumlaufen und Schneebälle sammeln? So. Höhle macht man natürlich auch nochmal eine schöne Tour. Okay, will nicht. Na dann. Machen wir das mal so. Oh, es wird langsam Tag. Ja, da brauche ich jetzt die Lampe nicht mehr, dann kann ich hier... Oh. Irgendwas da. Ne, das ist auch nur Schnee. Eis. Normaler Schnee. Mhm. Ah, eine Heilung. Schön. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Dingern noch so ist wie früher, dass man dann viel Pech hat dabei. Wow.
Ja, Hühnchen. Rotic Discutter. 27, 1, 32, 21. Lohnt sich nicht. Kann ich aber verkaufen. Ich frage mich gerade. Es war leider nichts Besonderes. Das sah so, ich weiß nicht, so erzig, aua. So nach Erz aus oder so. Also es war jetzt so, wo ich dachte, ja, vielleicht ist es was Schönes. Oh. Naja, so viel gibt es auf dem Planeten anscheinend gar nicht. Außer noch ein verdammt hohen Berg. Hallo. I respect it. Ja, sehr schön. Oh, man kann ja sogar runter. Das ist cool gemacht. Das finde ich schön. Man kann hier runter. Jetzt habe ich aber Angst. Die Blase ist cool, da stirbt man nicht sofort, wenn man irgendwo mal runter muss. Okay, Pixel. Und der nächste hohe Berg. Ich könnte schon wetten, dass da oben jemand wohnt, aber... Ah ja, tatsächlich. Aber es sieht verlassen aus. Es sind wenigstens drei Bandagen. Kann man machen. Throwing border for combat just showing off. Okay. Pixel. Es tut mir leid, dass ich damit nichts anfangen kann. Also. Pff, ja. Das tut mir echt so ein bisschen leid, aber ich kann damit wirklich nichts anfangen. Ja, komm, stirb. Und die Hasen nicht, die sind süß. Und das Haus ist leider schon kaputt. Nochmal Pixel. Ah, es funktioniert doch noch. Okay, dann funktioniert es doch noch. Oh, ein Iglu. Und ein Komponenten-Gedings. Ist da Kiste was drin? Ja, Bandagen. Oh, der kleine Ofen ist ja süß. Rustic Ofen. Oh, ist ja süß. Den muss ich haben. Habe ich gerade für mich festgestellt, alles andere darf behalten. Der Ofen ist meine. Der ist süß. So. Ich wollte eigentlich nicht in die Höhle rein, danke trotzdem. Guten Fell an der Wand, weiß ich nicht. Die Eiskiste würde ich vielleicht... Genau, das ist ja nur das normale Cooking Table. Auch hier oben. Tick-Tip, Schneebälle, Pixel... Obst und Gemüse. Ist die eigentlich mehr wert, die Eiskiste? 70, nee, aber sieht schön aus. Die macht was her, finde ich. Sah gerade nach mehr Kohle aus. Ich wollte gleich anfangen abzubauen. Okay, ich würde einfach mich hier noch mal ganz kurz in den Untergrund reinbuddeln, wenn ich ehrlich bin. Einfach um mir das hier mal anzuschauen,
Weil wir haben ja jetzt nicht ohne Grund das Überlebenspaket fürs Eis bekommen. Ich habe gerade keine Fackeln mehr. Doch, ich habe doch noch Fackeln da. Hier. Sind aber nicht genügend, deswegen machen wir noch mal welche. Ja, hier Medium Snowball. Ist auch ganz toll. So, noch mal 40 Stück. Okay. Two-handed. Blizzard Blaster, okay. Okay, ja. Aber ich würde sagen, das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Nummer 8. Ich beame mich bis dann nochmal aufs Schiff, bevor mir hier arschkalt wird. Und alles weitere dann in der nächsten Folge. Denn es ist mittlerweile schon noch viel später und so ganz langsam, bevor ich alles voll gähne, machen wir das lieber so. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Starbound. Tschüss.